Dantes letzter Kampf. Ach nee. Oh, geil sieht das hier aus. Da muss ich ja sagen, ne? Keine Musik? Ist das ein Bug? Oder soll das so sein? Krog, lenk Dante ab, während ich das Tor mit den Kristallen öffne. Die kann ich nicht einsammeln, okay. Wow! Und wo darf ich jetzt neu anfangen? Wo darf ich jetzt neu anfangen? Das interessiert mich jetzt. Spiel, sei jetzt bitte gnädig. Dantes letzter Kampf. Oh, ich danke dir, Spiel. Boah, das wäre jetzt aber auch echt hammerhart gewesen. Hätte ich jetzt wieder den ganzen Turm machen müssen und das davor und. So, ich soll ihn ablenken. Aber ich muss diesen schwarzen Dantini wahrscheinlich hier. Da hinten, ja, den muss ich killen. Okay, ja, ich muss versuchen, ihm freie Bahn zu verschaffen. Das ist wahrscheinlich alles, was ich tun muss. Also ich muss aufpassen, dass diese schwarzen. Ich sehe nichts. Dass diese schwarzen Dantilis ihn nicht kriegen. Ey, die Kamera ist gerade ein bisschen krank. Penner, geh weg. Ihm das weh oder wie? Oh. Okay. Cool. Fällt mir. Ah, ich bin dagegen gesprungen. So. Jetzt muss ich wieder. Ja, genau, mach du mal mit den Kristallen weiter. Den müssen wir killen. Sehr gut. Sehr schön, der zweite. Pustet er wieder? Ja. Das gefällt mir, echt, das ist cool. Cool gemacht, der Kampf. Schon aufpassen, was er macht. Da ist der Schwadde. Haha, der dritte. Cooler Ka. Also ganz ehrlich, das gefällt mir. Die haben sich hier im zweiten Teil richtig Mühe gegeben. Oh, jetzt fehlt er aber schon ganz schön hier. Ich muss einfach nur springen, glaube ich. Das hat sonst wenig Sinn. Ich kann nicht groß ausweichen. Ich muss auch nur Glück haben, dass er mich nicht trifft. Okay, süße. So, zwei musst du doch platzieren. Oh, Lenkrakete bin ich jetzt schon unterwegs, oder? Da ist der Schwadde. Hab ihn. Ich höre ihn. Da. Hab dich. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt kannst, du müsstest gleich den nächsten Kristall wieder haben. Ja, er ist gleich da. Er ist da. Sehr schön. Gut gemacht. Okay, das letzte Mal wahrscheinlich jetzt den Windstoß abhalten. Und das wird immer schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Weil irgendwann bin ich am Ende angelangt hier an der Kante und dann hat er mich. Oh Gott, oh Gott. Ich wurde getroffen. So, sehr gut.
So, den letzten Kristall. Hol ihn. Mach es fertig. Ich werde versuchen, das aufzuhalten. Da ist er. Okay, den haben wir. Ha! Getroffen. Okay. Wahrscheinlich noch einen ab. Da, oh, da ist schon der nächste. Hüpf weg! Bloß nicht treffen lassen. So, wo ist der nächste? Kommt bestimmt wieder ein Schwatter. Da ist er, der nächste Schwatte. Hüpf. Okay, und. Ich hab dich doch getroffen. Arschloch. Hab dich. Geschafft? Okay. Ein wenig theatralisch, aber schön. Wir haben es geschafft. Der Baron ist weg. Guck, was ich gefunden habe. Vielleicht können wir das noch gebrauchen. Na, wahrscheinlich, um Krog nach Hause zu schicken. Jo. Dann ist das Hauptspiel wahrscheinlich geschafft. Wir haben den Professor befreit. Ja, sehr cool. Ja, Leute, ich vermute jetzt mal, dass das hier schon so ein bisschen der Abspann ist. Ach, da sind die Eltern. Und die haben sogar einen zweiten Kleinen. Da hat er wohl einen Bruder. Kyle. Kyle, ja. Oh, Krog, du bist es wirklich. Ich habe schon gedacht, wir hätten dich verloren. Guck. Jo, die Gobos sind auch alle fröhlich. Die ganzen Könige der einzelnen Reiche, sag ich mal, haben wir alle befreit. Und, ja, was passiert jetzt noch? Die bedanken sich wahrscheinlich. Der Kleine will unbedingt fliegen, darf aber nicht. Oh. Finde ich ja cool. Hat Krog also noch einen kleinen Bruder. Vielleicht auch eine kleine Schwester, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ein Geschwisterchen. Wieso bleiben denn die Gobos jetzt da? Frage ich mich gerade so. Achso, die hauen mit dem Boot wahrscheinlich wieder ab, ne? Oder was wird das da jetzt für eine Zeremonie? Ach, oh, du auch wieder. Gut gemacht, Krog. Du hast es geschafft. Du hast die Welt vom bösen Baron Dante befreit. Aber ich glaube irgendwie, dass er nochmal zurückkommt, ja. Ich hoffe, du hast für diesen Fall die Puzzleteile aufgehoben. Ja, eine kleine Anspielung darauf, dass wir halt noch nicht am Ende sind. Mitwirkende, da sind wir tatsächlich am Ende. Ja, wir lassen die jetzt trotzdem mal eben durchlaufen. Weil ich trotzdem schon mal mein Fazit hier ziehen werde, aber ich werde die 100% noch nachreichen. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form. Aber wir machen das schon. Ja, also ich muss sagen, ein wirklich gelungener zweiter Teil und auch von den Ideen, die sie reingebracht haben, eine wirkliche Verbesserung. Steuerungstechnisch ist es auch eine Verbesserung. Man muss erstmal drauf klarkommen. Und das Einzige, was mich wirklich zum Verzweifeln bringt, sind diese Lianenabschnitte. Und
Ja. Und was man wirklich sagen muss, was das Spiel ein bisschen fies macht, ist, wenn man in diesem Totembereich ist, wenn man tatsächlich mal alle fünf geschafft hat, von diesen Kristallen einzusammeln, dass man nur einen einzigen Versuch für diesen Totembereich hat. Das ist echt ein bisschen sehr ärgerlich. Das hätten sie ein bisschen anders machen können, dass man da vielleicht, was ich, dass man da einfach genauso ein Herzteil verliert wie in dem normalen Level, dass man das halt nochmal versuchen kann. Das wäre auf jeden Fall schon ja, eine Bereicherung gewesen. So ist es natürlich extrem schwer. Und die Sache mit den Aufziehgobbos, das habe ich auch noch nicht so hundertprozentig verstanden, weil man in manchen Bereichen einfach von der Zeit her das nicht schafft, den letzten Kristall einzusammeln. Da wir jetzt ja gleich noch ein bisschen Zeit haben, denke ich, probieren wir gleich noch mal das eine Level mit den Baby-Gobbos, weil ich das jetzt gerne noch mal schaffen würde. Da hole ich mir dann gleich noch mal eben ein paar Aufziehgobbos und probiere das noch ein paar Mal. Das wird gleich das letzte Level sein, was wir noch mal machen. Habe ich ja gesagt, am Ende der Session probieren wir das noch mal. Und wenn wir das gemacht haben, würde ich sagen, werde ich ab der nächsten Session dann. Klar, ich werde ganz normal das Aufnahmeprogramm laufen lassen. Aber wir gucken dann mal, was ich davon dann letztendlich hochlade. Das könnte dann von der Kommentierung her ein bisschen konfus klingen, weil ich halt vieles rausschneiden werde, was überflüssig war und so weiter. Aber ich glaube, es bringt euch nichts, wenn ich jetzt da jetzt nochmal 4, 5 Sessions aufnehme und da halt nicht wirklich vorankomme. Dann kriegt ihr lieber ein oder zwei Sessions. Dafür haben wir aber dann Fortschritt und ihr seht den Rest. Na, also durchgespielt haben wir es im Prinzip jetzt ja. Bloß die 100% halt noch nicht. Und die möchte ich ganz gerne holen. Ich bin auch gespannt, was wir gleich erreicht haben an Prozent. Und neugierig bin ich ja auch, ob wir in dieser vierten Welt jetzt wirklich alles haben. Das waren ja im Prinzip nur noch zwei Level. War die vierte Welt wirklich so kurz? Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Aber andererseits, ja, was hätte man da jetzt noch groß machen können? Wir sind ja direkt nach dem einen Level zu Braun Dante geschickt worden. Die eine Cutscene, die muss ich euch irgendwie noch nachliefern, die ich da weggeklickt habe. Das tut mir auch leid. Die werde ich irgendwo versuchen rauszuschneiden. Ich muss gerade überlegen, an welcher Stelle die überhaupt war. Verdammt. Ach, das war bevor wir zu Baron Dante gekommen sind. Da war irgendwie was, ja genau. Bevor dem Flugzeug, genau, vor dem Flugzeug. Da muss ich nochmal gucken. Die Stelle werde ich euch dann nachliefern. Okay, wir sind durch. Wäre jetzt schön, wenn wir in der Hauptwelt wieder ausgespuckt werden. Weil wir müssen. Ah, Inka-Dorf, sehr gut. Da kommen wir jetzt wieder raus. Denn. Ja, Tiefpreis-Pete ist ein komischer Kerl. Ja, sehr schön. Danke für diesen Hinweis. So, wir könnten jetzt theoretisch sogar. Wie viele Aufziehgobbos haben wir denn nochmal eben gucken? Zwei. Ich könnte noch ein Herzteil kaufen. Aber erstmal kaufen wir ein Herzteil-Gobbo. Ein Herzteil-Gobbo. Sehr geil. Ein Aufziehgobbo. Und, ja, dann gucken wir uns nochmal eben hier in der vierten Welt ein bisschen um. Den nehmen wir mit. Ja. Der kostet 40, oder? 50. Dann haben wir jetzt nicht mehr genug Geld für den Le dann nehmen wir noch einen mit. Ja. Ja, ist ja gut. Ja, hast ja recht, mein Freund. So, einen nehmen wir noch mit und noch einen. So. Ja, und ich möchte jetzt ganz gern nochmal so einen Orangenen mitnehmen. Der ist nämlich alle. Ach, ich weiß doch, dass das was kostet. So. Den Rest behalten wir einfach mal eben. So, wir machen gleich nochmal die erste Welt, wie gesagt, ne? Aber ich will mich nur einmal kurz hier umgucken in der Hauptwelt, ob hier jetzt noch was ist. Weil eigentlich müsste es hier ja auch noch ein Puzzleteil geben. Bevor wir uns das erste Level vornehmen, gucken wir noch einmal hier um. Ich habe auch nur noch zwei Herzen. Das ist auch nicht gerade viel, aber das war jetzt ja auch nicht groß schwer, das eine Level da. Ist hier noch irgendwas? Da hinten, hier ist ja noch ein ganzer Tempel. Da waren wir drin. Da haben wir den Totem auch geholt, genau. Hier geht es ja auch noch weiter. Nee, da geht es nicht weiter. Wahrscheinlich bei diesem großen Tempel hier kommen wir erst, wenn wir alles haben. Obwohl, ich kann hier hochgehen. Kann ich reingehen? Ist das der Bonusbereich mit dem Puzzleteil? Das ist schwierig zu sagen, ne? Wollen wir da mal eben kurz reingucken? Nicht, dass es das wieder der Endboss ist. Was ist denn hier? Was kommt denn da jetzt? Dantes Finale. Was? Ach nee, stopp. Zurück zum Dorf.
Das wollte ich ja gar nicht. Also da können wir praktisch den Endgegner nochmal besiegen. Braucht es dunkle. Nein! Nein, 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 nein. Nein! Ich will doch zum Dorf zurück. Zurück zum Dorf, nochmal. Ich will. Jetzt komme ich zum. Nein. Jetzt kommen gleich wieder die Credits, oder was? Ich werde jetzt immer ein Level weiter nach vorne geschmissen. Das wusste ich doch nicht. Dantes letzte. Ja, ich weiß. Aber auch den möchte ich jetzt nicht. Ich möchte zum Dorf. Jetzt kommen die Credits. Super. Ja. Mitwirken. Die habe ich auch gesehen. Nein, die kann ich jetzt nicht wegdrücken, oder was? Doch. Nein. Ach, nö. Ja, okay. Ich schneide euch gleich wieder ran, Leute. Bis gleich.